Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Heute habe ich erneut die Ehre, euch das Unboxing von zwei Zuschauerpaketen präsentieren zu können. Und ohne jetzt lang drum herum zu quatschen, möchte ich auch gleich beginnen. Das geht mit dem Messer nochmal besser. Sagt ihr. Gleich wieder ein Brief. Hallo Tristan, hallo PLW-Team. Hier, wie besprochen, der Tornister M34. Sollte ein Original sein. Nur leider ist das Lederband in der Innenseite Schulterhöhe bereits ausgehärtet. Sollte aber mit ein wenig Lederpflege wieder weich zu bekommen sein. Ich denke, das bekomme ich hin. Ebenso habe ich euch ein Koppelschloss der Reichswehr dazugelegt, ist von 1933. Bitte nicht daran stören, dass das Lederband mal abgemacht und wieder angenäht wurde. Ich musste es damals von Grünspan befreien und hatte es dazu entfernt. Sind beides Erbstücke meines Großvaters. Denk aber mal, dass sie bei euch in guten Händen sind. Gruß aus Köln und weiter so mit euren Filmen. Thorsten. Vielen Dank. Netter Brief. Und jetzt zu den Sachen. Schloss drin zu sein. Mache ich erstmal das. Oh ja, also das merkt man schon allein von der Haptik her, dass es halt original ist. Erstes Aufklärungsregiment. Schön. Das werde ich mir auf jeden Fall in Ehren halten. Gerade weil es halt ein Erbstück ist. Und der Tornister ist auch in sehr feinem Zustand. Ja, also wirklich. Das hat man bei den Dingern recht selten, dass die halt wirklich so schön noch sind. Pass mal auf. So, das ist wirklich herausragend, der Zustand. Man hat halt hier an der einen oder anderen Stelle so Flickstellen, aber ich denke mal, gerade das macht es halt wirklich sehr authentisch. Sehr schön, das freut mich wirklich. So, und von hinten. Ah ja, genau, hier, das. Ja, das ist wirklich ein bisschen steif. Aber das ist nicht wild, denn dazu kann ich ja auch mal ein Video machen, wie man so schon ausgehärtetes Leder wieder weich bekommt. Da gibt es die ein oder andere Methode. Ich weiß halt jetzt nicht, wie einfach das wird, weil ich das Leder ja nicht wie diese Riemen, die könnte ich halt rausnehmen und dann komplett behandeln. Und hier ist halt die Innenseite immer noch an den Tornister dran genäht. Aber das kriege ich schon hin. Da müssen wir mal sehen, wie das dann funktioniert. Auch eine sehr, sehr feine Sache. Cool. Gut. War ja jetzt auch nicht. Genau. Darüber jetzt Paket Nummer 2. Ich mache das jetzt falsch rum auf. Was ist das? Das sieht mir nach einer Bundeswehr-Luftwaffenbluse. Ich kenne mich nicht aus, was die Kragenspiegel zu bedeuten haben, aber das ist auf jeden Fall eine Luftwaffenbluse. Da kann man sicherlich auch recht gut in diesen Steampunk-Film einbauen, den wir vorhaben zu drehen. Dann Karabinertaschen, aber in einer anderen Form, als ich sie kenne. Vielleicht hat er
Hallo liebes PEW-Team, hiermit schicke ich euch ein paar Sachen. Eine sowjetische Offiziersstiefelhose. Und machen wir es mal nach der Reihenfolge. Fein. Jetzt kann man auch russische Offiziere darstellen. Braucht die Jacke noch? Aber das kriegen wir auch hin. Wo geht's weiter? Einen amerikanischen Stahlhelmbezug. Ja, hier. Ah ja, genau, so in diesem Vietnam-Look ist das ja, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja auch interessant. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich werde mich schlau machen und euch das dann zeigen. Aber das ist wirklich, ja, das ist anders als bei den deutschen alten Helmbezügen und auch anders als bei den deutschen neuen Helmbezügen. Gut, dann ein DRK-Brotbeutel aus den 50ern. Ist auch tipptopp, kann man so, wie er ist, verwenden für die Filme. Dann Karabiner 98K Patronentaschen. Wie gesagt, die sehen leicht anders aus. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Art ist. Kann ja auch vielleicht ein schlauer Mensch, der Ahnung davon hat, sagen, was das jetzt für ein... ab wann die Teile so produziert wurden. So, dann eine M43 Panzerfeldmütze. Und eine BW-Luftwaffenuniform, genau, die hatte ich schon. Das Schiffchen Wehrmacht, das Ding hier. Und die Gamaschen gebe ich euch nur zum Reviewen. Hier. Das sind ja, Bundeswehr-Gamaschen, aber die kann man auch super zum Darstellen der Wehrmacht nehmen. Daher bitte ich euch, die zwei Sachen wieder zurückzuschicken, selbstverständlich. Da ich selbst im Bereich Reenactment im Gange bin. Ja. Die oben genannten Sachen, Stiefelhose bis Luftwaffenuniform, schenke ich euch. Gracias. Vielen Dank. Also, das Video zu den zwei Sachen kommt. Ich habe nur keine Schnürstiefel, gerade hier, die sind in Heidenheim, also in unserem anderen Depot. Und deswegen muss ich mal gucken, wann das entsprechende Video darüber kommt, zum Schiffchen. Ja, kann ich auch nochmal separat machen. Und vielleicht auch allgemein mit Mützen und Kopfbedeckung, also leichte Kopfbedeckung. Ja, sehr schön. Also, das war's dann wieder an der Stelle mit den zwei Zuschauerpaketen. Ich habe mich wieder mal sehr gefreut. Gerade jedes Mal, wenn auch persönliche Erbstücke unter den Sachen sind, die uns zugeschickt werden. Ich bin wirklich froh, dass uns so großes Vertrauen entgegengebracht wird. Und wie gesagt, das behalte ich in Ehren. Und die restlichen Sachen sind auch super zum Gebrauch in den Filmen geeignet. Also, das war's dann wieder an der Stelle von uns. Ich verabschiede mich von euch und bis zum nächsten Mal.